Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben heute wieder ein schönes Workout für euch. 6 Intervalle, 1 Minute Arbeit, 1 Minute Pause. In jedem Intervall versuchen wir 15 Jumping Squats und 15 Leg Raises unterzubringen. Schaffen wir es nicht, machen wir im nächsten Arbeitsintervall da weiter, wo wir aufgehört haben. Beim letzten Arbeitsintervall jedoch dauert die Arbeit 2 Minuten ohne Pause. Ich wünsche euch viel Spaß, sehen uns gleich beim Warm-up. Gut, willkommen zu unserem Warm-up. Unser Warm-up wird 10 Minuten lang dauern. Wir machen 3 verschiedene Übungen, jeweils 10 Wiederholungen. Und das Ganze machen wir so oft, wie wir in diesen 10 Minuten durchkommen. Die erste Übung, die wir machen, sind Front Step Lunges. So wie wir sie schon kennen. Ein Bein macht einen Schritt nach vorne. Wir gehen runter, bis das hintere Knie den Boden berührt und dann drücken wir uns vom ganzen Fuß wieder nach oben weg. Die zweite Übung ist Plank Leg Lifts. Wir gehen in die Unterarmstützposition, stützen den ganzen Körper schön fest, dass die Wirbelsäule gerade oder sogar leicht wie so ein Katzenbuckel bleibt. Die Beine sind durchgestreckt und dann heben wir ein Bein an, halten kurz und dann das gleiche in der anderen Seite. Der Körper sollte dabei so wenig wie möglich rotieren oder rechts und links Bewegungen machen. Und die dritte Übung sind Side Plank Hip Raises. Wir gehen in die seitliche Unterarmstützposition. Schön gerade, ruhig den Blick nach vorne richten, damit die Brust auch nach vorne schaut. Und dann lassen wir die Hüfte vorsichtig Richtung Boden ab und ziehen sie wieder nach oben. Das Ganze 10-mal pro Seite. Das ist schon relativ anstrengend, also ruhig eine Pause zwischendrin einlegen. 10 Minuten, alle 3 Übungen für jeweils 10 Wiederholungen. Schön ruhig und kontrolliert. Es soll immer noch unser Warm-up und nicht unser Workout sein. Bis gleich. Thank you.
her. Unser Workout. Wie am Anfang schon angesprochen, haben wir 6 Intervalle. Immer eine Minute Arbeit, eine Minute Pause, bis auf das letzte Intervall. Da haben wir 2 Minuten Arbeit. Die Übungen, die wir machen müssen, sind Jumping Squats und Leg Raises. Für die Jumping Squats fangen wir erstmal an mit ganz normalen Kniebeugen. Schulterbreite Stand ungefähr, Zehen leicht nach außen zeigen. Und dann ruhig die Hände nach vorne nehmen, um den Oberkörper noch ein bisschen aufrechter zu halten, wenn wir uns dann reinsetzen. Ruhig ein paar Wiederholungen am Stück machen. Wenn wir die Kniebeuge machen, schicken wir als erstes den Po zurück und dann setzen wir uns unten rein. Wenn wir wieder hochkommen, und dann wieder komplett strecken in Knie und Hüfte. Gut, das ist auch gleichzeitig unsere skalierte Version. Wer also keine Jumping Squats machen möchte, sondern normale Kniebeugen, ist vollkommen in Ordnung. Wir können auch die Wiederholungszahl noch ein bisschen anpassen, von 15 auf beispielsweise 10 Wiederholungen. Am Ende wollen wir in der Lage sein, immer ziemlich genau eine Runde zu machen pro Arbeitsintervall. Die zweite Übung, die wir machen, sind Leg Raises. Dafür setzen wir uns auf den Boden, legen uns auf den Boden. Wir fangen an mit ganz normalen Sit-Ups. Die Füße aufstellen oder die Fußsohlen aneinander, je nachdem, wie einem das lieber ist. Dann nehmen wir die Hände über Kopf und dann die Arme nach vorne schmeißen und sich von dem Gewicht mit nach vorne ziehen lassen. Auch hier ruhig 3-4 Wiederholungen am Stück, bis wir reingekommen sind. Und auch das ist wieder unsere skalierte Variante. Die RX-Variante ist, wir liegen auf dem Rücken, wir nehmen die Hände zu einem Dreieck und legen dieses Dreieck unten zu unserem Steißbein und unserem Gesäß. Dann strecken wir die Beine aus, wir heben die Schultern vom Boden hoch, schauen ruhig zu unseren Füßen, die Fersen kommen vom Boden hoch und dann heben wir die Beine über uns drüber, ungefähr 90 Grad und dann wieder zurück. Wir wollen aber nicht am Boden ablegen, sondern die Beine bleiben permanent in der Luft. Auch hier wieder mehrere Wiederholungen, bis man das Gefühl hat, man kommt in die Übung rein. Gut. Machen wir noch eine Proberunde. Wir machen 10 Jumping Squats und dann 10 Leg Raises. Und zwar in dem Tempo, wie wir dann auch gleich das Workout machen möchten. Ruhig schön Gas geben, wir können danach nochmal durchschnaufen, bevor es losgeht. Und los! Gut. Denkt dran, Füße immer weg vom Boden. Jawohl, sehr schön. Wenn wir jetzt dann gleich im Workout sind, achtet immer auf 2 Sachen. Zum einen, die Fersen sollten immer am Boden bleiben, wenn wir runtergehen in die Kniebeuge, damit wir vom ganzen Fuß nach oben beschleunigen können. Und das zweite ist, bei den Leg Raises immer die Lendenwirbel schön gegen den Boden drücken. Die Hände liegen ungefähr unterhalb von unserem Hosenbund, sollten das Becken also noch ein bisschen nach hinten kippen und das Ganze ein bisschen unterstützen. Ansonsten machen wir schnell ein Stückchen trinken, durchschnaufen und dann nehmen wir gleich ein bisschen den Workout. Wir starten in 5, 4, 3, 2, 1 und los! Jumping Squats! Lecture. Verses coming daily under pressure.
Working on the plot and the scheme. The true style track walk is at the edge. Your dreams are talking one. One shot for the kill. Grease cut, freeze up, straight drop and the chills are talking. Taking over pieces and shares of all big sky high. Check the movement is here. Yeah, yeah. It's one heart, one shot. Now the future is yours. Go. Turning dreams into reality. In the lab with the formula and chemistry. The memories spark and motivate and make the industry shake. We put the balls in the brakes. I'm talking one, one chance at best. Yes, painting pictures for the culture. Keep the pressure fresh. Flip the drummer, break the drummer. Passion never rests. Freedom is a teacher. I'm the pressure. Eine Minute Pause. Oh. Merkt euch, wo ihr aufgehört habt? Aber dann im zweiten Topic soll ich ja. Oder bitte, Timer, wo bist du? Ja, wo bist du gekommen? 7. Ja, gut. Oh. Atme tief durch. In 30 Sekunden geht's weiter. Nochmal trinken. T-Shirt zurechtdrücken. Ganz wichtig. Heil. Heil. Nochmal machen. 15 Sekunden, ganz verspielter wird nichts mehr. In 10. Außerdem macht es ein paar 8. Dann wollen wir es sehen. Und weiter geht's in 2, 1 und weiter. Thank you.
Sehr gut. Konstant. Thank you.
willkommen zu unserem Cooldown. Wir wollen wieder ein bisschen runterfahren. Wir wollen die Muskulatur wieder ein bisschen entspannen. Die erste Übung, die wir dafür machen, ist die sogenannte Pigeon Pose. Dazu gehen wir runter auf den Boden. Wir legen ein Bein parallel zu unseren Schultern vor uns auf den Boden und versuchen dann das andere Bein so weit wie möglich nach hinten zu stellen. Wir können den Oberkörper nach vorne legen, wir können aufrecht bleiben, je nachdem, wie es für euch am angenehmsten ist. Die zweite Übung ist der QLT-Stretch. Dafür setzen wir uns auf den Boden, die Beine so weit wie möglich. Und dann reichen wir rüber zur einen Seite und der gegenüberliegende Arm reicht noch über den Körper drüber. Ach. Genau. Wir wollen dabei den Oberkörper auch so gerade wie möglich halten, also nicht nach vorne fallen, sondern die Brust zeigt schön nach vorne anstatt auf dem Boden. Wir machen die beiden Übungen eine Minute pro Seite für 3 Runden insgesamt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Okay. Dann fangen wir an mit der Taube. 1 Minute.
lösen. Ich hoffe, ihr konntet jetzt in den Cooldown ein bisschen entspannen. Ich hoffe, das Workout hat euch Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss. Wir haben heute wieder einen Workout für euch. Wir machen 6 Intervalle, jeweils eine Minute lang. Lang. Fuck! Du hast recht, Matze. Manchmal ab und zu. Ganz ruhig. Im Gegensatz zu dir hat er manchmal recht. Ist gut. Gut!